Hallo Leute, willkommen zu meinem Bitcoin oder was für Währungen da auch alle sind Video. Ich wollte euch mal diese Website hier zeigen, beziehungsweise diese Top-List der Coin-Währungen. Und Platz 1 ist natürlich Bitcoin. Ich finde das sehr interessant, weil normalerweise hört man ja immer nur was über die Coins. Also über die Bitcoins, aber so bis ich diese Seite gefunden habe, wusste ich gar nicht, dass es so viele scheiß Coins gibt. Das sind ah und das ist halt wirklich sehr sehr geil. Ranking von allen Coins. Hier nochmal der 7-Stunden-Graph, wie der Coin in den letzten die letzten 7 Tage verlaufen ist. Dann werde ich euch das hier mal ein bisschen erklären. Ist recht interessant. Einige sehr überraschende Sachen, wenn sich jemand ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt hat, da und das eben noch nicht weiß, dem wird es da doch, also mir ging es so, ich habe mich mit Bitcoin beschäftigt, wusste das aber nicht, das habe ich schon ein bisschen aus die Socken gehauen. Also hier haben wir den Bitcoin, der hat ein Cap, das heißt so wie viel der Bitcoin an sich, also das komplette Ding, wie viel das wert ist. Beim Bitcoin haben wir da 11 Milliarden. Also der Bitcoin ist 11 Milliarden wert. Dann hier der Preis pro BTC zum Beispiel, also der Preis pro Stück, ist jetzt beim Bitcoin natürlich am höchsten. Oder? Jep, glaub schon. Aber das können wir ja kurz zuschauen. Ja, ist beim Bitcoin am höchsten. Dann wie viele es insgesamt gibt. Bei Bitcoin sind es 12 Millionen und da haben dann natürlich die verschiedenen Währungen verschiedene Maximalwerte, also so viele wie es insgesamt gibt. Dann das hier ist eigentlich das Interessanteste. Da habe ich jetzt extra gerade nochmal nachgeguckt, was denn das ist. Und das ist das Volumen in 24 Stunden. Und was das heißt, ist nämlich mit wie viel in den letzten 24 Stunden gehandelt wurde. Oder mit anderen Worten, wie viele Leute den Scheiß benutzen. Wie das im Umlauf ist, sagen wir so. Und hier sehen wir, ist natürlich der Bitcoin am höchsten. Die meisten Leute benutzen den Bitcoin. Und dann hier nochmal der prozentuale Wert, Änderungswert. Und was ich hier zum Beispiel auch sehr interessant finde an der Börse, da sind die Änderungswerte ja immer nur so ganz, ganz minimale Prozentsätze. Aber hier haut es hier die ganzen Dinger schon immer so um 4% so hin und her. Und ja, jetzt möchte ich hier erstmal, also die bekanntesten Währungen sind Bitcoin und Litecoin. Was mich hier zum sehr überrascht hat, ist, dass es nicht der Litecoin der Zweitplatzierte ist, sondern Ripples. Und das ist eine ganz komische Sache. Ripples ist anscheinend einfach irgendeine Firma, die sozusagen ihren eigenen Coin gemacht hat und ihr ganzen Wert, und deswegen ist nämlich hier auch das Volumen nichtig. Also da werden gerade mal 70.000 an Wert rumgesendet. Und ja, die Firma muss echt sau viel Geld haben, weil dieser Ripples ist 2,4 Milliarden Dollar wert. Das ist ein Fünftel vom Bitcoin. Ein Fünftel vom Bitcoin. Was ist los? Ja. Ich habe das ein bisschen angeschaut, weil es mich echt so überrascht hat. Anscheinend ist es einfach wirklich so eine Firma und die hat dann zum Spaß ihren eigenen Coin gemacht. Der Market Cap ist so hoch, weil eben die Firma so und so viel Geld hat, das sie da rein investiert hat. Haben wohl echt ein bisschen viel Geld. Und das hat sie dann einfach unter ihren Mitarbeitern so ein bisschen aufgeteilt, die Dinger und so. Keine Ahnung, was genau das jetzt ist, aber es ist witzig, interessant. Interessant. So, dann hätten wir den Litecoin. Ich muss sagen, das hat mich auch wieder überrascht. Hier, das Volumen vom Litecoin ist halb so hoch wie das Volumen vom Bitcoin. Das ist doch auch interessant, weil beim Litecoin sind gerade, denke ich mal, alle am Tauschen. Und bei Bitcoin hängen die ganzen Drecksinvestoren drin und verseuchen die Landschaft. Ha! Ist auch nicht schlimm, mal.
hat der ein oder andere sich auch sein Haus leisten können, bestimmt damit. Aber naja, das sieht man halt dann im Volumen. Das ist dann halt im Vergleich zum Market Cap nicht mehr ganz so. Aber Litecoin da sehr aktiv, muss ich sagen. Und dann gehen wir mal auf die anderen ein. Sehr interessant. Peercoin. Gehen wir mal auf die Website, schauen wir uns das doch mal an. Peercoin. Aha. Ja, ist ziemlich übereinstimmt, die Werte. Sehr interessant. Ja, da haben wir noch nicht mal einen Change prozentualen. Sieht doch ganz nett aus. Einen Mastercoin, gut, auf jeden einzelnen werde ich jetzt nicht eingehen. Quark. Was ich hier ganz witzig finde, also den hier, das fand ich auch echt geil. Da habe ich auch erst mal gesagt, so, what? Mega hat ihre eigene Coin-Währung. Fände ich geil. Weißt, Kim weiß schon, wo es lang geht, wo man investieren muss. Er weiß, wo es lang geht. Aber hier sieht man auch wieder, das Ding wird nicht groß benutzt. Der hat eine Menge Geld investiert, aber es wird jetzt nicht so groß benutzt. Aber er hat definitiv gesehen, die Geschichte mit den Coins ist eine Sache der Zukunft. Wird dann wahrscheinlich mehr so in der Mega-Geschichte bleiben. Aber ist bestimmt keine schlechte Idee. Dann hier der Dogecoin, das ist was sehr Interessantes. Den haben so ein paar Leute gemacht im Internet. So nach dem Doge. Such Profit. Ne? Und den benutzen halt auch viele Leute einfach, weil sie es witzig finden. Und da, der ist wirklich schon nur damit, weil das Leute witzig finden. Und das ist eigentlich schon krass, weißt du? 10 Millionen Dollar. Ist das Teil wert? Sehr interessant. Hat das auch einen ordentlichen Umschwungwert? Mal sehen. Oh, der Namecoin ist auch echt weit oben. Und der Peercoin gleich auf. Aha. Ja, der Dogecoin ist aber auch, also wenn man das dann vergleicht, hier von der Benutzung her ist der Dogecoin echt sehr, sehr weit oben. Sieht man halt daran, das andere ist meistens so Coins, wo sozusagen ein fetter Typ einfach seine ganze Kohle reingesteckt hat. Der Dogecoin sind viele Menschen, die den gemacht haben. Deswegen wird er auch so viel benutzt. Das werden wahrscheinlich alles so kleine Untergruppen sein, die irgendwo einen kleinen Scheiß-Coin gemacht haben. Der Anon-Coin, was ist denn das? Auch interessant. Von Anonymous, der Coin. Ja, interessant, interessant. Dann hier ist es manchmal interessant, sieht man so ein paar Coins, die einfach überhaupt nicht benutzt werden. BBQ-Coin. Auch, naja, gut, verstehe ich auch nicht wirklich, was die, warum die nennen die überhaupt Coin BBQ-Coin, ey. Na gut, der wird sehr wenig benutzt. Kryptogenic Bouillon. Das ist irgendwie witzig. Das gefällt mir. Stablecoin. Ja, erzähl. Sexcoin. Aha. Der Sexcoin. Da wirst du ja schon wieder, was abgeht. Oder der Fastcoin. Alter, der Witz ist ja, dass den ganzen Scheiß-Coins fast alle gleich sind, bis auf halt die Menge. Die können nicht schnell sein, die können nichts mit Sex zu tun haben. Das ist einfach nur ein Wert. Deutsche E-Ma. What the fuck? Deutsche E-Mark. Witzig, witzig. Der Freikoin? Das fand ich witzig. Der Freikoin, den benutzt gar keine Sau. 100 Dollar am Tag Umtauschwert. Das ist nichts. Das ist echt sehr, sehr wenig. Der Ron Paul Coin. Mein Gott, man nennt doch keine Währung, obwohl auf unserer Währung stehen auch lauter Namen. Naja. Der Lucky Coin. Ahaha. Ist auch nicht mehr lucky als alle anderen. Orbit Coin. Fedora Coin, den fand ich ganz witzig. Da habe ich, wollte ich mal meinen. Get Euphoric und tip your Fedora. Und so oft kann man den Fedora antippen. Ist aber echt nichts wertes Zeug. Aber hier sieht man auch wieder, sehr interessant, für das ist halt
auch einer der weniger benutzten ist. Für das, dass der Marktwert sehr weit unten ist, wird er trotzdem öfter benutzt als viele hier. Kann man das Ganze natürlich noch nett ordnen, zum Beispiel hier nach Benutzung. Da ist es dann schon eher so, dass erst Bitcoin, dann Litecoin, dann Peercoin, dann Namecoin, dann Dogecoin. Das sind dann halt wirklich die, wo man kennt, so Primecoin. Und das geht dann halt erst hier unten dann. Das ist wahrscheinlich so vom Bekanntheitsgrad das Ranking. Genau. Wie findet ihr das? CoinMarketCap.com. Echt, fand ich total witzig zu finden und mir genau anzuschauen. Wie findet ihr das? Wie findet ihr das, dass es so viele verschiedene Coins gibt und so weiter? Sogar Mega hat ihren eigenen Coin. Echt interessant. Alles klar, ab in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.